kann so nicht arbeiten. Ja, ich auch nicht. Wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Wie ihr seht, sind wir heute mal in der Küche statt vom Rechner. Zu meiner Rechten steht mein Dad und wir werden heute mal Zimtwaffeln machen. Also er wird machen, ich werde zugucken. Möchtest du noch irgendwas? Einer muss ja filmen. Richtig. Genau. Wir zeigen euch jetzt mal, was wir alles für Zutaten brauchen. Ja, wir brauchen eine wichtige Zutat, sind 500 Gramm Mehl, 300 Gramm Zucker, dann noch 4 Eier, 250 Gramm Butter und für Zimtwaffeln natürlich noch 30 Gramm Zimt. Und das Allerwichtigste, weil wir sind ja faul, die Küchenmaschine. Küchenmaschine und Mehl sind schon vorbereitet. Dazu kommt dann zunächst der Zimt. Und da das Ganze immer schön staubt, kommt anschließend der Zucker drüber. Und die anderen Zutaten auch noch dazu. Wenn sie dann rauskommt. So, macht das 1A, der schafft das schon. Ich glaub an dich. So, und jetzt kommt der spannende Teil. Die Arbeit der Küchenmaschine. Teig ist fertig. Teig ist fertig. Und den stellen wir jetzt in den Kühlschrank bis morgen früh und dann geht's weiter. Also für euch ist das quasi 3 Sekunden, weil ich es schneide, aber ja, morgen früh seht ihr das dann. Was denn? Kannst du durchlaufen lassen. Ich bin rein informativ, nicht so viel Akku habe ich nicht. Ja, hallo, da sind wir wieder. Jetzt geht's weiter. Der Teig ist, wie ihr seht, hart und fest. So muss er sein. Was wir jetzt heute brauchen, ist einmal den Teig logischerweise, ein Messer. Dann geht's weiter mit einer Küchenwaage. Ein Teil zum Ablegen. Ich habe hier 2 Roste, damit die Zimtwaffeln nachher auch auskühlen können. 2 Hörnchenautomaten und zum etwas sauber machen zwischendurch und aufsaugen. Aber das seht ihr nachher, die Küchenrolle, wofür wir die brauchen. So, der erste Arbeitsschritt für den heutigen Tag ist, aus diesem Teig jeweils 10 Gramm schwere Kugeln zu formen. Also Küchenwaage an und 10 Gramm Kugeln abwiegen. Ja, passt. Alter! Ja, haben wir schon ein paar Mal gemacht. Hat man so grob im Gefühl, was 10 Gramm sind. Aber ideal. Ja? Haha, verdammt. Sind nur 8, okay. Mit 8 können wir auch leben. Ja? Krass. Dafür, dass jetzt 12, passt dann wieder. Harter Typ. Ja. Ich mein Leben nicht hinbekommen. Ja. Habe ich ja auch schon ein paar Mal gemacht, sag ich ja. Also wie gesagt, diesen ganzen Teig müsst ihr jetzt schön abwiegen. Und wenn ihr den abgewogen habt, machen wir den Schritt danach direkt. Dann nehmt ihr die Kühlchen, rollt die einmal und die kommen dann auf das Brett. Zum Ablegen erstmal.